Ja, jetzt den zweiten Teil, der vierten Teil. Okay, das dauert ja auch lange. Mit meiner Kartenroom-Tour. Ja, da sind wir gestern hier stehen geblieben. Nicht gestern, sondern heute. Und wenn jetzt die allen sagen, ich dachte, das Video ist schon seit gestern gedreht war. Nee, das habe ich schon seit ein paar Wochen schon alleine gemacht und jetzt lade ich es hoch. Ja, nur. Ich hatte ja den dritten Teil letzte Woche nicht hochgeladen, sondern letzte Woche habe ich den gemacht. Und der vierte Teil ist jetzt heute der richtige Tag, aber hier fehlen jetzt zwei Karten. Da sind wir in der nächsten Mal stehen geblieben. Dann hier habe ich alles. Hier fehlen mir zwei. Bei der Ninjago-Serie habe ich auch viel gesammelt. Also, ich sie auch voll kriegen können. Vier fehlen da. Dann fehlt hier eine. Auf jeder Seite fehlen welche. Nicht auf jeder. Hier fehlen drei. Hier fehlen zwei. Auf dieser Seite fehlen vier. Auf dieser vier. Drei. Und hier fehlt eine. Und hier fehlt eine. Hier vier wieder. Und hier habe ich dann hier alle einsortiert und hier fehlt keine. Weil dann hatte ich nicht mehr, dann konnte ich halt nicht mehr die einsortieren. Ja, aber war eine schöne Serie. Von Blue Oceans. Finde ich auch cool. Ja, gestern habe ich euch ja gefragt, wie viele Mappen habe ich insgesamt. Keine Sorge, ich habe nicht so viele Mappen. Dann müssen wir das von oben gucken. Die Fußball-Stickies. Die habe ich ja auch vorgekriegt. Hier, an diesen Seiten. Da fand ich auch cool. Und hier noch ein Würfel, da kann man auch spielen. Den Pokal, den wollte ich unbedingt. Der war im letzten Pack drin und da hatte ich Glück. So Glück. Aber die habe ich nicht gefilmt. Nur zur Info, wenn ihr das wissen wollt. Kommen wir auch wieder zu, weil ich kann jetzt nichts darüber sagen. Ich weiß, was das Beste. Das war eine Geldverschwendung. Aber, nee, das war keine Geldverschwendung. Man kriegt ja die Stickies umsonst. Hey. Fail. Fail, warum habe ich jetzt viel gesagt? Und jetzt hier meine erste Sammelmappe. Also meine erste Sammelmappe von Star Wars, das Erwachen der Macht. Die habe ich auch vorgekriegt mit meinem Freund. Wir haben die ganze Zeit gesammelt und so. Dann wollen wir die unbedingt vorkriegen. Haben wir ja auch, aber wie viel Glitzer habe ich? Ich habe wenig Glitzer. Hier habe ich zweimal Yoda doppelt in Glitzer. Glitzer, eins. Zwei. Könnt ihr jetzt nicht so sehen. Aber so. Und bei denen könnt ihr das von hier oben sehen. Ich mache das nochmal so. Ja. Zweimal Yoda ein Glitzer, das zählt auch. Zwei. Drei, vier. Ich habe noch vier glitzernde. Macht nichts, weil die Serie war echt schwer. Am liebsten wollte ich immer Darth Vader. Ja, habe ich das auch hingekriegt. Das war meine erste Mappe. Jetzt kann ich nichts darüber sagen. Ja. Das war meine erste Sammelmappe, die ich voll kriegte. Ja, das war meine erste Sammelmappe, Leute. Da hatte ich auch noch kein YouTube. Das war ja. Ich hatte. Also, mein Kanal ist seit dem Januar oder März. Ich weiß nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich habe bald meinen Kanal schon seit einem Jahr. Ja. Dann habe ich hier noch die Doppelten auch reingesteckt. Ja, Finn hatte ich halt nicht doppelt. Finn. Den. Hatte ich nicht doppelt. Und hier hatte ich einmal den.
BB-8 als Glitzer und als normal. Normal finde ich den Hintergrund viel besser. Bei normal finde ich immer den Hintergrund am besten. Und hier sieht man halt auch den Hintergrund, aber nur orange. Orange. Ja, es hat mich auch schon gefallen. Die letzte Karte, die mir fehlte, war Count Dooku. Und dann hatte ich diese Sammlung wirklich auch voll. Das hat mir so gefallen. Das war ja meine erste Sammelmappe. Ich hatte erstmal die Karten alle voll. Und dann wollte ich noch das Album dazu. Und habe ich auch hingekriegt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh, jetzt. Okay. Es gibt für euch keinen. Ihr müsst nicht nachsehen, sondern ich mach's. Jetzt. Die Star Wars Mappe. Die Star Wars Mappe 1. Die tue ich in mein Fach wieder. Die zweite Sammelmappe. Zweite Sammelmappe Stickies 2. Die dritte Sammelmappe von Nexonax Trading Card Serie 3. Dann die beste Serie für mich in meinen Augen von Panini FIFA 365 World Top Teams and Players. Und das war jetzt die vierte Mappe, oder? 2, 3, 4. Und die fünfte Mappe ist DFB-Sammelalbum. Offizielle DFB-Sammelalbum. Von der EM 2016. Und jetzt zeige ich euch nochmal mein Fach. So voll ist es. Und tschüss.